Hallo, Roland Augustin vom Saarlandmuseum in Saarbrücken. In diesem Datensatz findet ihr einen kleinen thematischen Ausschnitt aus der fotografischen Sammlung der Modernen Galerie. Es handelt sich um Bild- und Metadaten zu einem Konvolut von 18 sehr frühen Fotografien aus den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts. Sie sind im östlichen Mittelmeerraum entstanden. Man sieht Bilder aus Athen, Istanbul, Jerusalem und Ägypten. Meistens sieht man sehr bekannte historische Monumente, zum Teil mit Staffagefiguren. Eine Ausnahme bilden einige Bilder von der Krim. Es handelt sich hier um die ersten fotografischen Kriegsberichterstattungen aus dem Krimkrieg. James Robertson gelangen die Aufnahmen zunächst vom intakten, dann vom zerstörten Hafen von Sewastopol 1855. Die Daten haben wir für die Portale Deutsche Digitale Bibliothek und Europeana im Lido-Format vorbereitet. Vielleicht wäre es interessant, den Reisecharakter anschaulich zu machen, wenn man hier Kartenmaterial verknüpft. Was meint ihr? Ich bin gespannt.